Wie wäre es wohl, wenn man sich alles drucken könnte, was man braucht? Schatz, mein Absatz ist abgebrochen. Kein Problem, ich druck dir einen neuen. Klingt verrückt? Ist es aber nicht. Der 3D-Drucker. Die Bezeichnung Drucker klingt zunächst etwas verwirrend, da die Geräte keineswegs Papierseiten bedrucken. Vielmehr wird ein Kunststoff erhitzt und mit Hilfe von Düsen Schicht für Schicht aufgetragen. Diese Schichten verschmelzen und ergeben so das dreidimensionale Objekt. In etwa wie bei einer Heißklebepistole. Der 3D-Drucker. In der Tat eine Revolution, denn nie zuvor gab es eine Technologie, mit der sich so leicht Ideen in die Realität umsetzen lassen. Alle denkbar möglichen Ersatzteile, unendliche Variationen von Dekoobjekten. Akustiker fertigen sogar bereits Hörgeräte an, die genau an die Ohrmuschel angepasst werden. Computertomographen können sogar versteinerte Lebewesen scannen und so 3D-Drucke der versteinerten Lebewesen ermöglichen. Im Vergleich zur industriellen Massenproduktion haben die 3D-Drucker allerdings einen entscheidenden Nachteil. Sie sind zu langsam. Ein kleiner Plastikgegenstand, etwa ein Schuhabsatz, dauert in der Herstellung fast eine Stunde. Dennoch, die Möglichkeiten, die sich mit dem neuen 3D-Drucker eröffnen, sind so ungeheuer vielfältig, dass sie Jubel und Entsetzen gleichermaßen hervorrufen. Denn gehen wir einen Schritt weiter. Wenn man sich tatsächlich alles drucken könnte, was man braucht, kann man sich dann nicht auch Waffen drucken? Ja, das kann man. Und auch das Bundeskriminalamt warnt bereits vor den Waffen aus dem 3D-Drucker. Denn diese Feuerwaffen sind in der Tat funktionsfähig, auch wenn sie noch kleine Unsicherheiten aufweisen. Doch das sind die üblichen Kinderkrankheiten. Doch noch viel beunruhigender, diese Plastikwaffen lösen an den aktuellen Sicherheitsschleusen nicht einmal Alarm aus. Ein Verbot, da sind sich Experten einig, würde wohl wenig bringen, denn was möglich ist, wird bekanntlich auch gemacht. Nun gut, gehen wir davon aus, dass nicht alle Menschen negative Absichten haben. Wenn man sich also tatsächlich alles drucken könnte, was man braucht, kann man sich dann nicht auch Organe drucken? Der Medizin eröffnet die neue Technologie fantastische Möglichkeiten. Forscher arbeiten bereits daran, mit Hilfe des 3D-Drucks Organgewebe herzustellen. Es geht dabei um spezielle Moleküle, die mit Hilfe der 3D-Drucktechnik lebende Zellen binden sollen. Die Forscher wollen so lebende Zellen produzieren, die mit Hilfe des 3D-Drucks zu komplexen Strukturen, wie zum Beispiel zu Herzklappen, gewebt werden sollen. Der 3D-Drucker. Er könnte also in Zukunft Millionen von Menschen das Leben schenken, doch bringt genauso akkurat lebensvernichtende Waffen hervor. Daher frage ich nun Sie, wie wäre es wohl, wenn man sich alles drucken könnte, was man braucht?